So, da sind wir gerade bei der wohl schwierigsten Aufgabe, nämlich, ich habe schon gehört, besiege den Glyphenmeister Rath. Wir sehen gerade, er ist hier unten. Zack, aber wir haben natürlich auch... Natürlich, es war mir so klar. Ihr seht, ich hatte in der Runde wie viel Kills? Zack, 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 3 Kills schon gemacht. Aber die Herrschaften sind wieder schneller als ich. Und man muss halt diesen Glyphenmeister töten. Und ihr seht gerade, was da liegt. Das müsst ihr dann einsammeln. Und dann habt ihr quasi den nächsten Skin freigeschaltet, beziehungsweise Stil. Ihr seht gerade, aber da ist natürlich die Hölle los. Es wäre auch ein Wunder gewesen, hätte ich ihn jetzt direkt freigeschaltet. Aber ich werde natürlich alles geben, damit ich den freischalten kann. Ich habe schon gerade gedacht, oh, sieht eigentlich ganz gut aus. 3 Kills gemacht, habe mal alle um mich rum weggeholt, habe dem Glyphenmeister schon 3-4 Hits gegeben. Ich habe es auch schon in den Kommentaren gelesen. Wer war es nochmal? Drachin? Hat es auch schon probiert. Beim 7. Versuch hat es bei ihm geklappt. Aber ich sage ja, es wird verdammt schwierig, weil ihr müsst den Gegner wirklich, also den Boss, vollkommen auf Distanz halten. Weil wenn der euch trifft, in Anführungszeichen mit seinen Zauberblitzen da... Da kriegt ihr direkt euer volles Leben quasi in Anführungszeichen weggesaugt. Also ihr müsst da wirklich aufpassen. Und das andere Problem ist natürlich, derzeit landen da sehr, sehr viele Gegner. Das Ganze kann man nämlich leider nicht in Gruppenkeile machen. Ich habe es nämlich eben schon mal probiert, aber dann ist der Boss überhaupt nicht da. Ich denke mal, dann wäre es halt einfach zu einfach. Die einfachste Variante, denke ich persönlich, ist natürlich im Duo, Trio oder im Team das Ganze zu machen und quasi, wenn er fast down ist, dem Teammate quasi die Chance geben, den Kill zu machen, der ihn halt noch machen muss. Da muss man sich halt ein bisschen absprechen. Ich denke mal, das ist die einfachste Variante, aber ich werde jetzt einfach nochmal da landen, denn das ist wirklich nicht einfach. Erstens, der Boss ist natürlich ein bisschen schwerer und ihr habt natürlich ständig Gegner. Weil logischerweise alle anderen sind drumherum am Rumfliegen, versuchen erstmal sich Full Life zu holen. Aber ihr habt es gesehen, wäre der eine Gegner nicht da gewesen, ich hätte ihn von oben töten können, hätte vielleicht den anderen töten können, der ja gerade den Boss selber am Besiegen war. Und hätte mir dann einfach alles eingesammelt, den schönen Kristall, und schon wäre die Aufgabe gelöst. Aber ich denke mal, ihr werdet dieselben Probleme haben. Erstmal digieren alle, die es geschafft haben. Und natürlich auch, es ist wirklich nicht einfach. Ich habe mir schon gedacht, dass genau die Aufgabe kommen wird, weil der Boss ist ja nicht umsonst im Spiel. Aber es ist halt wirklich nicht einfach. Ich werde natürlich wieder wetten, ich könnte Wetten abschließen, dass in den Kommentaren zu 100% welche schreiben, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Wenn wir die dann in Custom Games später haben, dann kommt dann wahrscheinlich, zeig mal gerade den Skin. Nee, habe ich nicht. So, jetzt wird es natürlich hier lustig, jetzt haben wir nämlich hier alles. Und das ist das, was ich meine, ihr seht schon, Gegner, alles ist hier. Zack, dann muss man hier noch aufpassen, dass man keinen Fallschaden bekommt. Ach Gott, ey, das ist echt... Weil das hier wird wirklich anders nervig. Ihr seht schon, da ist ein Gegner. So, jetzt habe ich den Gegner weggeholt. Aber ihr seht schon, der macht einfach so viel Schaden, der Arsch. Ah, Gott. Ihr seht ja, was für ein Chaos hier ist. So, da habe ich einen Bogen. Da unten ist schon wieder der nächste Gegner. Den auch noch schnell wegholen. Aber das Problem ist, ihr braucht halt eine Menge Heal. Das ist halt so das Hauptproblem. So, dann holen wir uns die noch mit. Ich weiß nicht, ob der Boss noch mir hinterher rennt. Oh Gott, ich habe jetzt schon so schwitzige Hände. Ah, ja, da ist der Boss. Aber ihr seht, das Leben bleibt bei ihm. So, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ah. Problem ist, ich habe nur 3 Schuss. Ich muss gerade woanders hin. Ich brauche Munition. Weil im Nahkampf kannst du mit dem Boss nicht gehen. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass irgendein 30er kommt und mir den Kill quasi klaut. Ich kann überlegen, ob ich den Bogen mitnehme. So, oh Gott, Leute. Ich bin so nervös, in Anführungszeichen. Ja, wo ist er denn? Das Problem ist halt, er portet sich aber auch überall hin.
So, hier ist noch Munition. Ach Gott. Was haben wir hier? Ah, er ist unter mir. Die Hits hätten auch selbst sitzen können. Oh, wo rennt er denn hin? Ich will euch halt wirklich zeigen, wie es funktioniert, dass es funktioniert. Ja, das hätte ich nicht machen dürfen. Und wie ihr seht, ich werde sterben. Ich werde safe sterben. Das heißt erstmal wieder. Zack. Zack. Ihr sagt ja, ihr müsst ihn wirklich auf Distanz halten. Oh Gott, 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 Gott. Wehe, mir klaut gleich einer den Kill, ne? Oh nein, kommt der? Wenn ja, habe ich ein Problem. Nimmt die AR mit. Das Problem ist, weil der portet sich auch dauernd weg und hast nicht gesehen. Kann schon quasi erstmal wieder suchen gehen. Ah, hier oben ist er wahrscheinlich. Warte, probier's mit dem Bogen. Wo rennt der denn hin? Also jetzt? Oh, jetzt ist der da unten hin. Und das ist halt das Problem. Er portet sich halt auch so gerne weg, der Arsch. Jetzt ist er wieder. Oh, jetzt habe ich natürlich noch einen Gegner hier. Oh, ich hoffe nicht. Nein, nicht wieder Leben absaugen. Hau ab. Boah, zu nah, zu nah, zu nah. Ihr seht schon, Gegner da. Komm, 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 komm. Ah, Gegner ist da. Witzig, ich muss mich heilen. Nein! Boah, Leute. Was ist das hier für ein Geschwitz, ey? Leben holen, Leben holen, Leben holen, Leben holen. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt es leichter als ich. Sorry, wenn es so lange dauert, aber das hier ist einfach... Oh! Obwohl, er müsste jetzt... Nein, das war der Fehler. Ich hab's geschafft. Wo ist das Ding? Geschafft. Oh, ja, 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 ja. Das nenne ich doch mal beim ersten Mal ganz easy geholt. Also ich sage euch ganz ehrlich, der Gegner ist eigentlich so leicht zu holen. Ihr seht, 121.000 XP nochmal. Jetzt der Stil. Wir gehen direkt raus hier. Ich will den Stil sehen. Oh, ja, 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 ja. Gott, 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 Gott. Ihr seht, wie lange ist die Aufnahme jetzt? 8 Minuten. Und ihr seht, da ist er. Und genau das wollte ich. Also, auf jeden Fall wäre nett, wenn ihr mir ein Like dafür da lassen würdet. Euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich hoffe, bei euch klappt es einfacher. Ihr habt es ja gesehen, hat jetzt beim zweiten Versuch dann geklappt. Und in dem Sinne, haut rein.